Marie Lang, Best of Frauenfragen, Podcast Ghost Bühne. Auf Einladung des Frauenhauses Salzkammergut brachte die Journalistin und ORF-Moderatorin Marie Lang ihren erfolgreichen Podcast Frauenfragen live auf die Bühne. Vergangene Woche präsentierte sie im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl Anekdoten aus fast 50 Podcast-Folgen sowie Live-Interviews mit spannenden Gästen. In ihrem Podcast stellt Marie Lang die klassischen Frauenfragen, etwa zu den Themen wie Älterwerden, Karriere und Familie, auf den Kopf. Sie richtet sie an prominente Männer. Wie ist das eigentlich mit den Falten und wie lässt sich die Balance zwischen Kindern und Beruf schaffen? Bei Frauenfragen sprechen Promi-Männer über Themen, die üblicherweise Frauen vorbehalten sind. Als Gast in Bad Ischl war unter anderem Christoph Grauli-Held dabei. Ich stelle dich kurz mal vor, so wie es ja, im Podcast immer macht. Und auch das ist ein bisschen anders, als man es normalerweise machen würde. Christoph Grauli-Held, du bist 39 Jahre alt, du bist verheiratet, du hast 3 Kinder. Über deine Frau weiß man nicht viel, weil sonst würde ich auch noch dazu sagen, dass sie vielleicht sehr erfolgreich ist. Ich nehme mal an, sie ist sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Du bist gelernter Koch. Hast aber auch gearbeitet im Sozialbereich, nach dem Zivildienst, weil deine Familie auch im Sozialbereich tätig ist. Und du bist sehr, sehr erfolgreich mit dem Sirius Kogel, mit dem Restaurant. Wer war denn dort? Ist es wirklich so? Ja, hört man so. Du kochst auch im ORF, im Fernsehen. Du hast, wie gesagt, einen eigenen Podcast mit dem Günter Leimer gemeinsam, der heißt Beim Gast zu Gast. Habe ich mir ein paar Folgen angehört? Ich habe mir schon ein paar Folgen angehört im Vorfeld. Ich mache das in Nachhinein eher bei deinem Podcast, aber ich würde einfach so neutral reinrutschen. Ich bereite mich eigentlich nie vor, wann ich irgendwo hinkomme. Wirklich? Ich lasse mich dann immer fallen und schaue, was passiert. Das ist spannenderweise auch ein wirklicher Unterschied zwischen Frauen und Männern. Auch da gibt es Untersuchungen dazu. Und ich finde das wirklich interessant und frage mich, woher das kommt und gebe die Frage gleich an dich weiter. Woher glaubst du, kommt es, dass du einfach dich da jetzt hersetzt, ohne dich vorzubereiten oder generell Dinge tust, ohne dich vorzubereiten? Ja, wir sind halt ein bisschen Botscher da in unserer Arbeit wahrscheinlich. Und ich denke mir, man kann einfach freier sein, wenn man sich hersetzt, glaube ich. Also ich war wahrscheinlich nur angespannt, da hätte ich mir ein paar Folgen angehört. Und jetzt habe ich gedacht, ich komme einfach unvorbereitet. Liegt wahrscheinlich auch an meinem Lifestyle. Aber ich höre sehr gerne Podcast. Und nächste Autofahrt nach Wien wird wahrscheinlich dein Podcast laufen. Ja, ja. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei dem Thema, weil wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich mal, ich weiß nicht, wem es jetzt auch noch so geht, aus weiblicher Sicht. Boah, das hätte ich auch so gern. Ich würde das so, das klingt so urentspannt. So. Ja, und ich bin halt ein bisschen botschert und dann mache ich das halt so. Und ich sage jetzt einmal, bei Männern geht es auch meistens durch. Und es gibt ja wirklich Untersuchungen, die belegen, dass wenn Frauen sich auf einen Job bewerben, dann steht da in der Job Description irgendwelche Eigenschaften oder Anforderungen, die man haben muss. Und wenn sie nicht alle erfüllen, bewerben sie sich nicht. Und wenn sie nur 4 erfüllen, denken sie sich, ja, dann mache ich vielleicht noch lieber diese Ausbildung und ich glaube, das kann ich noch nicht so. Bei Männern ist es so, wenn die 2, 3 erfüllen, denken sie, ja, das werde ich schon. So mache ich mit meinem Humor mit meinem Schamwett. So. Und da kommt ja dann oft ein bisschen als Seitenhieb an Frauen, ja, selber schuld. Ihr könntet das ja auch so machen. Stimmt? Ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen uns viel mehr zutrauen könnten. Und es einfach mal ausprobieren sollten, wenn es vielleicht jetzt nicht um die ganz große Sache geht, um den Job, der Leben und Tod bedeutet. Aber einfach im Alltag mal so ein bisschen probieren, so, wenn man glaubt, oh, ich muss 100% geben, vielleicht einfach einmal 60 und schauen, ob es irgendwer merkt. Ich behaupte, es wird niemand merken. Wirklich nicht. Und es wird so viel entspannter. Ich habe mich übrigens heute auch kaum vorbereitet. Wir gehen jetzt auf den roten Teppich, dort sind nämlich wirklich die sehr interessanten Frauenfragen zu Hause. Und da muss ich gleich mal mit einer beginnen, die auch Frauen ganz oft gestellt wird. Es ist sehr ungewöhnlich, dass du eine Handtasche mit hast. Das ist mein Beauty Case. Ja. Was ist da drin?
was man so braucht als Mann. Soll man reinschauen? Bitte. Du kannst aber auch Joker verwenden. Da brauche ich einen Telefonjoker, dass man wer aufmacht. Warte mal. Schon irgendwie gute Produkte drin. Ja, also das Gewürz, ein Gewürz brauchst du, das koche ich immer. Sehr. Weil wirst du manchmal so spontan aufgefordert zu kochen? Ja, ständig. Also, dann machst du, warte mal. Es ist auch unmöglich, einkaufen zu gehen, weil du stehst in der Gemüseabteilung, dann hat wer Karotten im Einkaufswagen und dann fragt er, was mache ich da heute noch dazu? Und was mache ich da heute dazu? Zu Karotten? Zu Karotten? Zum Beispiel? Ja, es reichen die Karotten allein. Weil meistens braucht es für ein gutes Rezept einfach nur ein Grundprodukt oder ein zweites. Aus Karotten ist die Vielfalt. Ja, und da werde ich halt ständig gefragt. Und ich habe auch bei allen Podcast-Einladungen, wo ich Gast bin, also nicht bei unserem Podcast, weil wir im Campingkocher mit, bei dir heute nicht. Und warum eigentlich nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin unvorbereitet, habe ich schon gesagt. Du hast dir gedacht, das ist schon vorher genug, diese Frauenfragen. Aber ich hätte ein Gewürz da. Aber genau, was hast du, also was ist, das Gewürz interessiert mich nicht so, aber was ist das? Jeans? Ah, das ist mein Lieblingsgericht. Bodyball. Ja, und halt, was man halt so trinken hat, Aufladekabel, ein bisschen Seife, falls ich über. Ja. Ich kenne wirklich, du bist der erste Mann, der so ein Täschchen mit hat und Beauty-Produkte kennt. Ja. Ja, so, jetzt kann man gut wirklich auch. Also, wenn man da so Klischees erfüllen will, ich bin, ich habe schon sehr Familie, aber gewisser Hinsicht. Ja. Aufnahmegerät ist super wichtig. Ja, habe ich heute auch schon festgestellt. Ja. Wo merkt man deine feminine Ader? Nur ja, zum Beispiel an der Handtaschen. Ah, ich koche, glaube ich, auch relativ feminin mit viel Liebe. Ja, also generell glaube ich, alle Leute, die in der Öffentlichkeit zu tun haben, lieben sie entweder selber an oder alle anderen, wenn sie sagen, sie schauen nicht auf ihren Äußeres. Und so Körperhygiene und generell, das schaue ich halt drauf. Oder? Aber war das schon immer so, oder ist das jetzt vermehrt geworden durch deine Öffentlichkeit? Nein, das war tatsächlich immer schon so. Wie lange brauchst du das? Das würde mich jetzt wirklich persönlich interessieren, weil ich habe das ja immer total gehasst. Ich habe vorher so gesagt, ja, wegen Alter und so bin ich vom Fernsehen ins Radio zurückgewechselt. Aber es ist tatsächlich so, dass das, was mich neben dem Sport am allermeisten an der Sportmoderation genervt hat, war, dass diese eine Stunde in der Maske sitzen und wirklich so für 5 Minuten etwas ablesen, so ein Gesicht geschminkt zu bekommen, wo ich nachher länger brauche zum Abschminken als zum Moderieren. Wie lange brauchst du in der Maske, wenn du im Fernsehen auftrittst? Naja, ich habe eine recht unreine Haut, also da sitze ich schon länger. Und da habe ich einen Lieblingsvisagisten beim ORF, also tatsächlich ein Mann. Ja, und der macht das mit. Aber was war das? War das jetzt so? Ja, also, wir gehen mal davon aus, dass diese Frau macht, oder? Ich glaube, das war jetzt nicht, er macht es besser als die Frau. Ja, der macht das richtig gut. Ja, und das ist so ein Duo-Bahn zwischen uns zwei und ich genieße es und er genießt es auch. Aber weil du gesagt hast, du hast eine unreine Haut, das finde ich ja gar nicht. Ja, aber heute war ich nicht bei ihm. Meine Frage wäre jetzt, nein, aber ich finde ja nicht, dass du eine unreine Haut hast. Ja. Meine Frage wäre jetzt eher, du hast so eine sehr zarte Haut. Was ist dein Beauty-Geheimnis? Die habe ich tatsächlich auch von dem Visagisten gekriegt. Die schmierst du dir auch ins Gesicht? Ja, also eigentlich eine Handcreme, aber ich tue es auch ins Gesicht.